Hallo, willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Gothic. Tut mir leid, dass ich das letzte Video so abrupt beendet habe, aber ich hatte für einen kurzen Moment die Schnauze voll von dem Spiel durch die Minicrawlers. Ja, aber wichtig ist, wir haben im letzten Part das Zahnrad des Erzstampfers da gefunden. Und jetzt sind wir hier wieder bei Ian und geben es ihm einfach mal. Aber vorerst. Hier ist kein Bett. Ich hasse es. Ich will meine Energie aufladen. Aber hier ist kein Bett. Warum ist hier kein Bett? Ich will ein Bett. Bett. Okay, vorerst. Vorerst. Ja, geben wir ihm einfach das scheiß Zahnrad. Fertig aus. Ich habe das Zahnrad. Ich habe das Zahnrad. Hey, gut gemacht. Ich denke, das wird klappen. Nun zu dir. Du suchst das Nest der Mindcrawler. Geh mal zu Asghan. Er soll das Tor öffnen, damit du die dunklen Schächte durchsuchen kannst. Sag ihm einfach, alles wird gut. Dann wird er wissen, dass ich die Erlaubnis gegeben habe. Alles wird gut. Also ich muss Ich schaue jetzt. mich mal um. Mach keinen Ärger. Ja. Ich muss jetzt quasi nach da ganz unten gehen. Und da ist ein Typ. Ich weiß nicht, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Auf jeden Fall macht er mir das Tor, wenn ich ihm sage, alles wird gut. Und ich denke, das werde ich ihm doch gleich auch sagen, damit er mir das Tor öffnet. Damit wir das Nest der Minecrawler finden und diese höllische Brut ein für alle Mal vernichten können. Also ich würde sagen, so heldenhaft sind wir jetzt doch mal im Auftrag des Schläfers. Also werden wir den weiten Weg nach unten antreten und übelst failen. Glaube ich zumindest, dass wir übelst failen werden. Ich überlege gerade, wo geht's denn hier runter? Ah, da, yeah. Das ist Das sogar ist wirklich. ganz, ganz schön hier, ne? Hier sind noch wieder unsere Templar-Kollegen. Ich höre. Eine Bootleg. Ah, ziemlich gefährlich hier, ne? Hier kann man leicht mal als Butler abrutschen. Also, Sicherheitsvorkehrungen sind hier nicht gerade das Maß der Dinge, würde ich mal sagen. Ja gut, gehen wir jetzt nach unten. Da unten seht ihr schon einen riesen Erzbrocken. Boah, in Gothic 2 wäre der eine Menge wert. Ja, Gardist. Oh, ein Bug-Butler und ein Butler. Und der Weg führt uns weiter in die Tiefe. Wer ist das? Noch ein Gardist, ein Butler. Keine nennenswerten Personen stehen hier rum anscheinend. Aber das wird sich da unten wohl ändern. Da sind wir doch unten. Da steht ja ein Butler, dann steht da Gornagosch und de Gornavid und der Templer. Ich werde einmal kurz da reingehen. Ich weiß halt nicht, was da genau ist. Habe auch schon länger nicht mehr gespielt. Hoffentlich habe ich das Kampfsystem jetzt noch ein bisschen drauf. Wir essen gebratenes Fleisch, damit es uns schnell wieder besser geht. Er hat einen großen Hunger. 3, 4, 5 Keulen wird er essen. Nein, sogar 7 Keulen. 6 und 7. Unglaublich. Ah. Unglaublich. Ich muss mal eben speichern, tut mir leid. Aber jetzt geht's weiter. Sofort. Wir werden die Minecrawler vernichten. Und da ist auch schon einer. Oh. Oh. Der war fast schon tot. Warum denn das? Der hat ja fast gar nichts mehr an Energy, eh? Energy, eh? Energy, eh? Und Pfeile. Eine Menge Pfeile und weitere Minecrawler zum Vernichten. Komm. Feine Nummer. Oh Gott. War jetzt zieh doch war immer dieses Hin und Her mit der Waffe. Oha. Ja, erwischt. Und der nächste. Ah. Boah. Also ich bin nicht wirklich gut hier im Kampfsystem von Gothic, ey. Immer dieses, wenn der Mob sich einmal um einen rumdreht, ey, dann komme ich gar nicht mehr klar, ey. Dann stehe ich da wie so ein Krüppel, ne, wo ist denn der Mob? Wo ist denn mein Quoller? Boah. Ah. Nichts Nennenswertes, ein paar Leichen, Tote, Gedärme, Knochen, Skelette. Und was die Brut der Minecrawler noch so hergibt. Ich frage mich, wie die Leute da vorne, weißt du, 10 Meter neben den Minecrawler, ohne irgendwelchen Schutz, interessiert sie natürlich gar nicht, ne? Die stehen hier einfach rum. Und ich habe einen Ring gefunden, oh!
Oh, ist das etwa ein magischer Ring? Das fände ich ziemlich... Oh, ein Ring der Gewandtheit. 5 Geschicklichkeit. Da sag ich mal nicht nein. Okay. Bäh, Kaffee. Ich will Kaffee, Kaffee, Kaffee. Und ab, hinunter. So, wir müssen wieder Fleisch essen. Ja, leider wird das Fleischessen nicht umgangen. Die Minecrawler haben unsere Fettpolster abgerissen und deshalb müssen wir sie wieder mit etwas gebratenem Fleisch auffüllen. Gewürz mit Rosmarin, Thymian, etwas Zitrone, Salz, Pfeffer. Ja, gehen wir. Oh, eine Knochenbogen. Den habe ich ja fast übersehen. Ah, jetzt. Mal du Krüppel, ey. So. Oh, das ist leider nicht besser als meiner. Ich habe einen Langbogen, 40 Damage. Ein bisschen mehr. Ja, der gute Aidan. Ich halte ihn in Ehren, mein Freund. Den haben wir denn da? Oh, die Musik. Also, der Gardist, der sollte mal einen Heiltrank trinken. Der ist fast enemy down. Treffen Sie Ihre Wahl. Vielleicht sehen wir ja sogar den G-Man. Das wäre natürlich, ja, äußerst interessant. Und die Minecrawler werden zurückgestoßen hier. Und ich habe ihn besiegt. Alleine mit meinem Bogen. Ich bin ein unglaublicher Kämpfer des Lichts. Ja. Und hier ist wieder eine verzwickte Zweigung der Zweige. Oh Gott, was labere ich eigentlich? Oh, und hier sind Minecrawler. Eine Menge Minecrawler. 4! Ah, sehr gut, dass ein Einzelner erstmal kommt. Oh Gott. Weg, 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 weg. Umdrehen, umdrehen, umdrehen. Erstmal weg und dann umdrehen. Wie viele kommen? Gardisti. Wollen sie mich nicht mehr? Boah, was seid ihr für Pussys? Ach, die sind am Buggen. Ah, ich liebe dieses Spiel. Mit seinen ausgezeichneten Bugs, die mir immer wieder weiterhelfen. Tja, man muss schon Glück haben bei den Bugs. Bei den Bugs, bei den Spielfehlern, sagt man ja. Wollen wir jetzt nicht zu sehr ins Fremdsprachliche gehen. Und der Minecrawler. Oh, er hat sich befreit. Oh, wird er mich töten? Er wird mich töten. Er tötet mich. Nicht. Oh. Oh Gott. Er hat mich nicht getötet. Ich bin gut. Ich bin so gut. Milliken, speichern. So, und ja. Die Geschichte mit den Fettpolstern wiederholt sich zu oft hier in diesen verzwickten Bereichen. Gebratenes Fleisch. Ist. Ja, das reicht erstmal, das reicht erstmal. Und auf Kille. So. Alter, Minecrawler, Zangen sammeln. Ah, ich bin ein Diener des Schläfers, das macht mich so an. Noch einer. Problem ist, dass er nicht auf die Kette kriegt, seine Waffe schnell genug zu wechseln. Ey, ohne Witz, er schießt 10 Pfeile auf den drauf und keiner trifft. Das ist sowas von unlogisch. Oh Gott. Mein Gott, immer dieses langsame Wechseln der Waffe. Ah. Jawohl. Schläfer. Erwache. Ah, das habe ich lange nicht mehr gesagt. Erwache. Boah, letztens ging ich zu meinem Chef und meinte zu ihm, erwache. Das war ziemlich peinlich. Und eine Steinbrecher. Den habe ich doch jetzt schon in meinem Repertoire an Waffen, wie ihr seht. Hier, ja, Steinbrecher. Nette Nummer. Ich sollte mir... Ja, ja. Ich glaube, wenn ich hier diesen Quest hier unten in der Mine gelöst habe, ist es auch soweit, dass ich in ein neues Kapitel schon wieder komme. Not sure, but Blur. So. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle verzwickten Zweigungen. Diese Minecrawler im letzten Part, letzte Mal, wo ich hier gespielt habe, warum ich die nicht geschafft habe, weil die einfach mit 3 Mann an der Leiter standen und als ich runterkam, haben die mich sofort in die Zange genommen. Sonst, ihr seht ja, ich habe gerade 4 geschafft. Man muss bei Gothic beim Kämpfen echt wirklich, wirklich sehr geschickt vorgehen. Also, wenn man hier rusht, ist man echt ein ziemlicher Vollidiot. Ja gut, außer wenn man Armee der Finstern ist, geskillter, dann macht man einmal Mana Burn und dann ist die Geschichte geregelt. Okay, das war nur so. Oh, was ist das denn für ein monströses, ein Orksklave. Reden wir mit ihm. Hey, Orki. Mein Gott, auf den Schatz. Arschloch, ey. Er darf nicht mit mir reden, oder? Nee, darf er nicht. Er hat Verbot. Ja, da kann man nichts machen. Wenn er Verbot hat, hat er Verbot. Ah, jetzt habe ich mich wieder in das Spiel verliebt, wo ich jetzt nicht mehr sterbe. So, jetzt
gehen wir zu diesem Typen, wo Ian uns hingeschickt hat. Nämlich, das ist das Tor da vorne links, falls ihr es seht. Und dahinter befindet sich irgendwo befinden sich dahinter jede Menge Minecrawler. Und Ashgan ist da. Und wir reden mit ihm. Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Punkt aus, Komma, ich bin still. Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Dieser ganze verdammte Berg ist ein einziges Nest. Warum ist dieser Schacht versperrt? Egal wie viel Crawler wir getötet haben, von dort kamen immer wieder mehr. Dann wird dort irgendwo ein Nest sein. Lass mich das Tor öffnen. Nein, erst wenn Ian die Erlaubnis gibt, wird dieses Tor geöffnet. Vorher geht gar nichts. Hey Ashgan, du kannst das Tor öffnen. Alles wird gut. Hey Ashgan, du kannst das Tor öffnen. Ich habe dir schon einmal gesagt, nur wenn Ian... Ashgan, alles wird gut. Und einen schönen Gruß von Ian. Na gut, wenn Ian die Verantwortung übernimmt, aber nur unter einer Bedingung. Spuck's aus, was für eine Bedingung? Besorge erstmal 2 bis 3 Templer zur Verstärkung. Ich will nicht alleine hier stehen, falls die Crawler aus dem Schacht kommen. Das ist kein Problem, mein Freund. Also, wir müssen jetzt unsere 3 Templer-Kollegen da hinten, diesen Gorner Bischtisch, holen und mit hierhin verfrachten. Dann reden wir wieder mit Ashgan und der wird uns das Tor öffnen und dann werden wir sehen, was passiert. Ich weiß es selber nicht. So, aber jetzt machen wir erstmal Schluss für diesen Part und wir sehen uns gleich wieder oder nächsten Part wieder. Aber ich nehme jetzt am heutigen Tage noch eine Folge auf oder vielleicht auch noch 2. Ich habe irgendwie Lust jetzt auf Gothic. Ich beende den Quest heute einfach. Ja gut, dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. HDL.